Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ah. Wir müssen jetzt auch gleich los. Was für eine Nacht. Ich habe ja ewig noch geschnitten. Habt ihr ja gesehen, der Block ist ja so spät oben. Wir waren eine echt kurze Nacht. Schau jetzt ein paar Räder raus und los geht's. Okay. Ciao, ciao. Na super, erste Geschäft läuft ja gut. 60 Euro Reparatur, er kann nicht bezahlen, braucht aber das Fahrrad. Ja, bin ich mal gespannt. Er sagt, er kommt morgen. Ich bin ja da sehr, wie sagt man, vertrauensselig. Wie sagt, okay, dann kommst du halt morgen. Gucken, ob er kommt. Ansonsten sind 60 Euro weg. Der erste Umsatz heute, 3 Euro, durch Trödel, durch Kram, ein kleiner Bilderrahmen. So, weg ist weg. 5 wäre zu viel, 2 wäre zu wenig, 3 sind noch richtig und kommen sofort in die Spardosen. Meine Sparstrümpfe. So, liebe Leute, es handelt sich natürlich um einen Fahrradladen hier und ich soll euch doch öfter darauf hinweisen, dass ihr bitte kommentieren sollt und liken sollt. Also immer schön Daumen nach oben drücken. Tatsächlich muss man das wohl so machen. Offensichtlich ist das so und ich werde das jetzt oft in jedem Video wiederholen, bis es euch zum Halse raushängt und ihr den Kanal deabonniert. Ja, so oft gehe ich euch auf den Sack, so richtig, oh, der bettelt ja um Abos und Likes. Genau das macht er. Offensichtlich erhöht die Sichtbarkeit auf YouTube oder die Bewertung, die YouTube einem Kanal zugedeihen lässt. Warum der Kanal dann besser ist, als er, wenn man es nicht macht, wahrscheinlich gar nicht besser. Ja? Aber es ist halt so, muss gemacht werden und ja, also, und wenn gemacht werden muss, müsst ihr mitmachen. Ganz einfach. So, jetzt halt die Arschkarte, ich habe einen Neufachschalter geholt, aber die Anzeige ist für unten drunter, ich krieg die Krise gerade, ey. Boah, Alter, wie ich die Krise kriege bei diesem verfickten Scheiß, ey. Boah, ich hasse mein Leben. Nicht. Natürlich nicht. Boah. Was ist der jetzt hier? Mit dieser komischen Schaltanzeige, mit der Knick in dem Lenker, das habe ich alles nicht auf dem Schirm gehabt. Ich krieg die Krise. Mann, warum kann damit nicht einfach funktionieren? Warum hat der nicht so ein. Ich hab so viele Deore-Schaltgruppen irgendwo rumliegen und ich weiß nicht wo. Scheiß Ordnung hier. Also keine. Na, ich probier's. Jetzt muss ich erstmal den Griff suchen, den halten mich erst dann weggeräumt. Ach, Mann, ey, was für ein Trottel. So, der Griff ist dran, jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Ich werde festschrauben und dann merken, dass es nicht passt und ich irgendwas anderes bestellen muss. Und dann muss der Kollege nochmal kommen und da habe ich auch keinen Bock drauf. Also muss es jetzt passen, mit anderen Worten. Ja, gut. Na. Also doch mal was passt. Oh.
Warum das hier unten durchgeführt ist, keine Ahnung, aber es scheint so zu sein. Fantastisch. Es klingelt so, ja. Na dann, jetzt verlegen wir den Zug ganz einfach, klemmen den hinten rein, ins Schaltwerk wieder und hoffen, dass es denn alle reibungslos funktioniert. Weil hier ist offensichtlich, wo ist er denn jetzt, der Zug? Ich mal hier hinhalte. Alles in Ordnung. Irgendwas ist gebrochen an dem anderen, den müssen wir uns bei Gelegenheit nochmal angucken. Okay. Next, Carstens Rad. Hörnchen halt gekauft für ihn. Er will immer Hörnchen haben. Soll er haben. Mann, 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 wer fährt denn noch mit Hörnchen heutzutage? Mir ja, da habe ich ihm gekauft. Der will so eine Kleen, so eine Stummel. Andere gibt es ja nicht mehr. Da gibt es ja nur noch die Bogen und die will er auf keinen Fall. Deswegen habe ich so eine gerade Stummel. Kriegt er. Was er will, kriegt er. Im gestrigen Vlog ist eine Stelle drin, die ist zweimal drin, ja. Und zwar einmal in der Originalversion, so wie es hier abgelaufen ist, so wie ich es normalerweise in den Vlog mit reinnehme. Und einmal in der trendig geschnittenen Version, so wie man natürlich den ganzen Block durchhämmern könnte, sozusagen. Die Sache ist, dass mich das Schneiden dieser einen Szene kostet mich ungefähr 5 bis 6 Minuten. Und das nur von dieser einen Szene, weil ich bin da halt nicht so schön drin und das wäre ich auch bestimmt schneller oder so. Aber jetzt stellt euch mal vor, ihr kennt mal den ganzen Block so durch. Und deswegen habe ich nur mal gezeigt, na klar, es geht, eine normale Alltagssituation geht darzustellen so und aber auch eben so. Und da ich eher so auf diesem realistischen Teil stehe, lasse ich es halt so. Im Winter oder bei speziellen Videos zum Beispiel wie extrem Glühbirnentausch oder so, habe ich da auch so ein Ding, ne? Osram-Betrug. Extrem Glühbirnenwechsling, da das habe ich natürlich mit Absicht auch so geschnitten, aber das war mal halt mal ein Video und dann hatte ich auch, das war im Winter, letzten Winter, da hatte ich Zeit, da konnte ich sowas machen. Ne, deswegen, das ist schon mit Absicht drin, um zu zeigen, nicht, dass ihr euch wundern denkt, oh, da, ihr macht halt zweimal mit drin. Nee, ist mit Absicht. Einmal normal, einmal trenne ich kurz geschnitten und Effekt und na, wie auch immer. Ne? Wenn ihr jemand seid, bitte, bitte, gerne. Ich habe überhaupt kein Problem damit, diese ganze Schneiderarbeit abzuheben. Wenn ihr jemand seid, der sich dazu berufen fühlt, mir die Vlogs zu schneiden in der Art und Weise, so, ey, könnt ihr das gerne machen? Bitte, gerne, kommt. Ich meine, ich spare unheimlich viel Zeit, wenn ich 6-7 Stunden so schneide in dem Tempo, dann brauche ich ungefähr 4 bis 5 Stunden. Das ist Fakt. Ja, brauche ich denn für so ein, also locker. Ich habe bei der Kiez-Senf-Geschichte, die ich ja nur übereinander gelegt habe, bei dem ersten Ding, da habe ich, glaube, 2 Tage für gebraucht. Und ich habe nur übereinander gelegt und zwischen den Szenen hin und her geswitcht, welche die bessere Perspektive ist. Das ist mir auch nicht mal so besonders gelungen. Aber wie gesagt, das ist eine andere Geschichte. Wenn ihr euch dazu berufen fühlt, kommt da einfach, meldet euch bei mir gerne, gerne, gerne. Sehr, sehr gerne könnt ihr das machen. Und das Ding ist natürlich,
wie sagt man so schön, pro bono Basis, also umsonst, für Umme. Ich kann nichts bezahlen, weil ich einfach nichts habe, ganz einfach. Ich meine, ich verdiene damit kein Geld oder so. Das ist einfach nur just for fun. Und wenn ihr so enthusiastisch seid und sagt, jawohl, ich hätte ja einmal Tommys Vlog geschnitten, können wir auch so machen. Jeder von euch schneidet einmal meinen Vlog. Das ist auch egal. Mann, ist mir das alles egal. Ist mir das alles Lachs. Hauptsache, das Leben läuft weiter. Hier seht ihr den Lenker einmal noch ohne Stummel, ihr Bummel. Und jetzt wieder mit. Mit Hörnchen. Erst ohne und jetzt mit. Naja, wenn es gefällt, so sei es denn. Ein sehr netter Kommentar von dem Clemi 1971. Hier. Ist richtig, im Winter werde ich auch ein paar mehr Erklärvideos machen. Vermutlich, also ich will es nicht versprechen, weil ich mache einen Vlog und mal gucken, ne? Genau, ne? So mache ich das. Das war die Übersetzung, ich mache mit Dolmetscher draußen. Jetzt kommt er rein, jetzt wird er sein Geld. Hi. Moin. Darf ich Luft machen und ich brauche auch Ventil? Hä? Kleine Ventil. Brauchst du? Ich möchte gerne, ja. Es ist, ich glaube, es klappt nicht hier. Ist zu groß hier. Ja, du brauchst so einen Winkeladapter. Wo bleibt der Carsten überhaupt? Mensch, der wollte ja gestern schon kommen. Jetzt kommt er ohne oder was? Fahrrad ist fertig. Heute im Fahrradsalon. Cruiser geht weiter. Na, wir fangen mal an. Ich fang mal an. Dum, 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 dum. Der Steuersatz ist hier, der neue. Ist vorne gekommen. Ich habe bereits geöffnet, kontrolliert, ob da alle Kugeln drin sind. Die Kugeln sind drin, ob er gut läuft, werden wir sehen, wenn er eingebaut ist. Erstmal habe ich jetzt mal schon mal den Sattel hier aus dem Gefahrenbereich geräumt. Video kommt auf alle Fälle demnächst. Weil meine Tochter hat sich, wo seid ihr denn? Da oben. Neue Position, muss ich mich dran gewöhnen. Also ein Bug-Video kommt demnächst. Auf alle Fälle. Übrigens presse ich jetzt den Steuersatz ein, gerade die Steuersatz-Zielarschalen. Meine Tochter hat sich einen Kuchen gewünscht von mir. Also kommt demnächst ein Bug-Video. Ganz simpel. Für einen sehr gehaltvollen Kuchen. Kann sich nicht jeder leisten. Figurtechnisch kann sich eigentlich keiner leisten. Ich glaube, das macht selbst Halbtote wieder runter, das Ding. Die sterben dann eher an Überfettung. So, haben wir. Wo ist denn die Gabel? Gabel. Lagersitz. Aufschlagen. Achtung, weghören, wird laut. Passt ja natürlich nicht. Nee, 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 das geht nicht. Was haben die denn da schon wieder für spezielle Geschichten, ey? Spezial, spezial, spezial. Also, das muss ich jetzt hier erstmal zurechtfeilen. Lagersitz passt nicht. Ja, also, das Ding
Das Teil krieg nicht hier rauf. Oder man geht einfach mit einer Feile hier und holt hier erstmal den Lack überall runter. Die ist ja total verstrahlt, ey. Du wolltest ein Käsebrötchen und ein Kümmel. Wohl weg, der Kümmel. So, erstmal handfest, letztlich einstellen werden wir den, wenn Laufrad drin ist vorne. So, was kommt jetzt? Der Vorbau kommt jetzt gleich drauf, der Lenker kommt drauf. Sieht schon fast wieder aus wie ein Fahrrad. Coole Sache das. Babypulver. Pulver. Babypulver. Naja, Lenker bei Gelegenheit mal tauschen, ne? Mit so viel Rost drin. Wir bauen jetzt trotzdem erstmal an, damit wir mal sehen, wie das damit noch aussieht. Zwar den hier. Bremsgriff. Schaltgriff.
Na super. Jo, Mensch, na. Felix, was ist denn Duster hier drin jetzt, oder? Kommt mir richtig Duster vor. Vielleicht, weil ich so lange im Hellen draußen war. Na gut. Problem haben wir. Die Bremse passt nicht. Das ist das Problem. Der Scheinwerfer muss irgendwo fest. Das ist kein Problem. Das kriegen wir hin. Den mache ich aber hier oben fest. Finde ich geil, wenn der hier oben ist. Und so rausploppt. Besser als hier unten. Unten ist ja die Bremse dran. Wenn das dann alles hier unten ist, ist toll. Scheinwerfer echt irgendwie so oder so. Vielleicht so ja hier drüben so. Ich lass mir da noch was ein. Dennis, als hätte ich es gerochen. Also nicht im negativen Sinne gemeint. Ciao. Oh Mann, ey, der Mantel war gerissen. So ein Scheiß. Naja, haben wir einen neuen Griff jetzt. Einen gelben. Sieht gut aus. Alle drin an dem Rad bald. Richtig Tipserrad, ohne das zu wollen. Rote Kette, die müsste grün sein eigentlich. Fertig. Endlich. Beim zweiten Anlauf, das habe ich gar nicht mitgekriegt, dass da eine Blase rauskam. Das hast du nicht gesehen beim Durchchecken. Kann mir auch passieren. Fehler passieren. So ist es halt. So, Dennis knackt jetzt ein Schloss. Ja, das werden wir erst mal sehen. Dennis ist ja ein Profi. Hallo! In welche Richtung bewegt sich das? In die hier, würde ich sagen, wa? Naja, du, das
bedarf längerer Zeit. So schnell wird das nichts. Guck mal, Materialfinder dafür. Oder einen Schlagschlüssel oder. Oder mit einem Hammer. Ja, genau. Aber er ist das Schlüssel kaputt. Na, wenn die das nicht. Hast du hier eine Holzverschlag oder wie war das hier? Siehst du, du hast das wohl noch nicht gesehen. Ich habe das heute auch zum ersten Mal gesehen. Das war doch hier zu, oder nicht? Hm? War das hier nicht zu? Hier so? Da hey, richtig Osterholz. Wundervolles Kinderrad. Ja, Kinderrad, stimmt. Ich glaube, ich habe 30 bezahlt. Echt? Ich glaube, das war auch Kettler. Aber neu oder so? Neu. So ist es halt. Jo. Bei Netflix muss man halt wieder umfahren. Ja, aber ist ja ein. Das ist nur alles nicht der Hit. Keine große Strecke, oder? Also das, Nee, aber wir fahren das Auto und das auch eigentlich nicht. Also ich fahre im Fahrrad, insofern ist es halt so, man muss halt jetzt wieder sich den Wecker stellen quasi, dass man das vor Freitagmorgen 9 Uhr wieder umgeparkt hat. Na, schaffst du denn morgen? Nee, morgen? Naja, wird da irgendwann mal die Woche eher dran denken. Ansonsten packtet ja ein Kollege für euch um, so eher mit so gelbem Auto. Arbeitest du eigentlich in Moabit oder? Charlotte. Und in der Kanzlei oder bist du privat? Nee, in der Kanzlei. Oh, Mann. Kennt man sich da so untereinander, so als Anwaltskollegen? Also wir über wen will denn der Dennis jetzt was rausfinden? Na gut. Ja. Beende den Tag. Und geh jetzt schneiden. Gute Nacht, wir sehen uns morgen. Ich muss absetzen. Macht das. Ja, ich muss auch jetzt absetzen. Die Sendung muss ich jetzt absetzen. Wir haben keine Sendezeit mehr zur Verfügung bekommen. Und dann sag los hin zu mir. Geht weiter. Das tut unaufhörlich die ganze Nacht durch. Wasser. In diesem Wasser. Ciao. Ballon, nee, wie heißt das? Bis morgen. Wir sehen uns. Alles Gute. Und immer schön daran denken, Daumen hoch und kommentieren. Müsste. Habe ich jetzt so erfahren. Das muss sein. Dann sag ich zu mir, dann mal